Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, es freut mich, dass ihr heute doch in einer Anzahl erschienen seid. Und was ich sagen kann, ist, nur eine ganz normale Lesung wird dies eher nicht. Aber einiges lese ich auch vor, natürlich, keine Angst. Es geht um ein Lyrikband und es geht um ein Buch, das es in beiden Welten gibt, in Second Life, in der VR und jetzt auch im realen Leben, das rein im QR-Code geschrieben wurde. Und mein Gedanke daran, es auch in der realen Welt anzubieten war, dass ich gedacht habe, Lyrikbände, speziell von unbekannten Menschen, sind völlig unverkäuflich und QR-Bücher sind, da diese Technik insofern nicht bekannt ist, auch völlig unverkäuflich, und da habe ich mir gedacht, Mann, das muss dann noch Minus mal Minus ergibt Plus, das muss ja der Kassenschlager werden. Das hat dann nicht so ganz geklappt, also eigentlich überhaupt nicht, aber egal, ne? Ich meine, es gibt jetzt dieses Buch, QR-Code. Fangen wir vielleicht mal damit an, was das ist. Eventuell ist es euch schon gelegentlich aufgefallen, bei so in der Öffentlichkeit, auf Werbeplakaten und Ähnlichem. Hier hinten, wo ich jetzt gerade hingehe, da sind auch Schilder, da ist es zum Teil erklärt. Also 23 Lyriktexte. Verständliche Prosa-Gedichte. Dieser QR-Code, Englisch Quick Response oder schnelle Antwort, das ist ein zweidimensionaler Code, der von der japanischen Firma Denso-Wave bereits 1994 entwickelt wurde, und die Verwendung ist lizenz- und kostenfrei. Daher darf ich das auch machen. Ich habe die Gedichte dann zusammengefasst, 23 Stück. Der Titel steht auf den einzelnen Seiten noch in normaler Schrift darüber. Von daher ist komplett in QR vielleicht nicht ganz richtig. Aber alles andere von dem Gedicht ist nur als Punkte und als Schwarz-Weiß vorhanden. Man sieht es auf dem großen Buch hinter mir, man kann das auch umblättern. Das ist also die In-World-Ausgabe, die für Second Life. Da sieht das Cover dann so aus, in meiner bevorzugten Farbe. Da sind auch unten die Webseiten angegeben, wo man einerseits den Text umwandeln lassen kann. Und auch eine weitere Seite steht unten rechts, wo man so ein Bild, so ein Foto wiederum einschicken kann, und das wird dann in normale Sprache wieder übersetzt. Entschuldigung. Das ist natürlich vielleicht interessant. Interessanter ist aber möglicherweise das reale Buch. Ihr seht hier, hoffe ich zumindest, da wo ich hinzeige und wo ich hingehe, hier eine Dia-Show, die automatisch abläuft. Und die zeigt einige echte Fotos vom echten Buch. Da kann man sich dann vielleicht besser vorstellen, wie die einzelnen Gedichte mit dem Handy zu lesen sind. Mit dem Smartphone.
Da kann man mit der entsprechenden App kann man scannen, also nicht fotografieren und dann auch noch irgendwie was einschicken oder so, nein. Man kann das scannen und sofort darauf ist der vollständige Text auf dem Handy zu lesen. Es ist also eben nicht so wie bei vielen Werbedingen, dass man dann nur auf einen Link geleitet wird, den man dann anklickt und dann liest man da unter dem Link ganz normal irgendeine Website, irgendwelche Werbung oder sonst etwas. Dann, der Text ist dann sofort auf dem Handy lesbar. Er ist also komplett jeweils in den Punkten schwarz-weiß da enthalten. Das ist ähnlich wie bei einer Notecard im Second Life. Da geht mehr rein, als man denkt. Allerdings natürlich auch nicht unendlich viel. Von daher habe ich natürlich relativ kurze Gedichte ausgewählt vorerst. Natürlich wäre es auch denkbar, dass man das längere Gedichte in Teil 1 und Teil 2 aufteilt und dann auch noch längeres unterbringt. Hier hinten im Raum seht ihr noch ein paar Visitenkarten, Werbevisitenkarten für das Buch, die es also auch im realen Leben gibt. Allerdings natürlich etwas kleiner, halt in wirklicher Visitenkartengröße. Weiterhin, es gibt bei Bösen A und auch bei ePubli gibt es das Buch real zu bestellen. Ganz billig ist es leider nicht, aber seid versichert, 1 Euro Spende für gute Zwecke, da bleibt dann für mich auch nicht wirklich irgendein Gewinn übrig. Ich hatte gesagt, es gibt vielleicht noch eine kleine Überraschung zu den Texten. Ich habe zwei Texte mitgebracht aus dem Buch, die ich auch schon mal auf LyricWalk dargestellt habe. LyricWalk, da versuche ich Texte mal anders als in reiner Schriftform nur darzustellen. Denn darum geht es mir, Menschen, die vielleicht so nicht lesen mögen oder nicht die Gelegenheit haben, die mal dahin zu führen, denen andere Möglichkeiten zu zeigen. Und deswegen wollte ich das auch hier vorführen. Zwei der Texte gibt es auch auf LyricWalk und ich habe keine Mühe gescheut und starke Möhrenpacker engagiert und hier könnt ihr mal zwei davon sehen. Einen kleinen Moment bitte, ich muss da was verschieben. So, das ist also ein kurzer Text. Den man hier betrachten kann. Auch der QR-Code ist unten am Sockel zu lesen, also wer da nah ranzoomt und sein Handy zückt, wird den auch auf dem Handy lesen können. Damit habe ich in der Öffentlichkeit schon interessante Reaktionen hervorrufen können, selbst bei Menschen, die sonst sowas nicht so interessant finden, nicht so affin sind. Dieser Text ist relativ kurz. Er heißt Kein Fragment. Ich möchte Sie und mich fragen. Und das ist der komplette Text. Ich meine, mit einem Gedicht oder einem Prosa-Gedicht, das sollte man eigentlich so machen wie, nicht so machen wie mit einem Witz
sollte man nicht erklären, dann ist er kaputt, aber ich mache es hier mal trotzdem. Geschrieben ist der Text auf ein Stück, das war ursprünglich ein Felsstück, das also sehr fragmentarisch aussieht. Der Text bricht scheinbar ab, es ist scheinbar kein vollständiger Satz, sondern nur ein Satzfragment. Aber meine Absicht war, eben nicht irgendwas Konkretes zu fragen, sondern es war ich wollte meine Einstellung zur Welt und zum Leben da ein bisschen klar machen. Ich möchte mich selbst befragen, ich möchte mich selbst auch hinterfragen und das möchte ich auch mit anderen Menschen tun. Also es ist keine konkrete Frage, es ist einfach, dass man niemand nur belehren möchte und nur Wahrheiten verkünden, die unabänderlich scheinbar sind, sondern man kann und soll nicht in allen, aber in sehr vielen Dingen vielleicht eine Grundeinstellung des Fragens haben. Das hat dann auch was mit Neugier zu tun und Neugier ist ein ganz wunderbares Mittel gegen viele Dinge, gegen Langeweile, Einsamkeit und. So, Moment, ich decke das mal kurz wieder ab. Wenn ich schaffe. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, was einige von euch vielleicht schon wissen oder schon immer stark vermutet haben. Ich bin ein Depp. Nicht immer, aber bei einem meiner Texte habe ich es tatsächlich vor längerer Zeit allerdings schon geschafft, ein Deppen-Apostroph zu verwenden. Ich habe das jetzt nicht mehr geändert im Nachhinein. Es sah mir damals auch optisch, visuell einfach besser aus. Aber es ist, wie es ist. Und das ist der zweite Text, den ich jetzt mal enthüllen möchte. Moment bitte. Hier unter dem zweiten Würfel ist er zu sehen. Der Text dreht sich hier. Das Original auf Lyric Walk macht es nicht, weil dann kann man ihn nämlich besser begehen und beklettern. Er ist hier auch auf Phantom geschaltet, so dass man hier auch nicht draufklettern kann. Aber man sollte ihn von allen Seiten mal sehen können. Auch das ein relativ kurzer Text, etwas mehr, geht eigentlich schon in so ein QR-Feld. Da steht einfach aus der mir gemäßen Zahl an Neins erwächst mir ein größeres Ja. Das war mir wichtig, der Text ist schon sehr alt. Ich habe den damals vor etlichen Jahren geschrieben, kurz nach meiner Therapie, also Alkohol- und Medikamententherapie, vor 1989 herum. In dem Zusammenhang macht der Text Sinn, aber ich denke eben nicht nur in diesem Zusammenhang. Nein zu sagen zu bestimmten Dingen ist nicht immer und nicht nur eine negative, eine sich verweigernde, eine passive Geschichte. Das richtige Nein an der richtigen Stelle kann ein größeres Ja bedeuten. Das
war das, was ich damit aussagen wollte. Und warum das einer meiner Texte ist. Auch hier denke ich das mal wieder ab. Es gibt noch mehr Beispiele auf LyricWalk, auf der Plattform, die existiert nach wie vor. Und allerdings sind die anderen Texte neu nicht in diesem QR-Buch enthalten, aber sind vielleicht zumindest zum Teil auch sehenswert. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe ja noch keinen Preis gewonnen und keine Auszeichnung und überhaupt nichts, und ich schreibe ja auch gar nicht so viel. Aber ich habe immerhin ja schon mal, wenn auch selten, aber auch mal Honorar bekommen für Texte, und von daher könnte ich vielleicht mal drei oder vier Texte noch lesen aus dem Buch. Zum Beispiel hier der älteste Text von mir, der überhaupt veröffentlicht wurde. Der heißt Änderung. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was sich nach Ihrem Tode ändern wird? Oder aber, haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was sich vor Ihrem Tode ändern könnte? Das war der erste Text. Hier finde ich gerade meinen kommerziell erfolgreichsten Text überhaupt. Da gab es 50 Euro und er war, D-Mark. 50 D-Mark und er war nicht nur im Buch, sondern auch auf dem Backcover. Die Ehre, die Ehre. Also dann muss er ja gut sein, aber vielleicht ist er auch wirklich nicht so schlecht. Der Text heißt Verzichte. Neben dem Akuten greift leider auch der chronische Denkverzicht immer weiter um sich. Bei wem lassen Sie denken? So, das waren eigentlich mal so einige der Texte, und die anderen kann man dann im Buch nachlesen. Und ich habe es bis jetzt nicht verraten, es ist auch im Klartext als Notecard auf der ersten Seite des Inhaltsbuches alles enthalten. Man kann die Texte auch dort lesen. Und wie gesagt, das Buch eben sehr gerne mitnehmen. Damit wäre ich eigentlich soweit durch mit meinem Programm. Wenn es noch Fragen, Anmerkungen, Kritik gibt, immer gern. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank und auf Wiedersehen.